So, gestohlen haben wir jetzt auch schon. Hier ist auch noch eine Truhe, da können wir auch nochmal stehlen. Mal gucken, was da drin ist. Dann sind wir hier zumindest mal durch. Okay, halt 1, 2, 3. Und offen. Was haben wir denn da drin Schönes? 50 Gold, Scheiße hier. Kommt der uns jetzt noch hinterher oder bleibt der da irgendwie liegen? Ah, bleibt da liegen, sehr schön. Kennt jetzt seinen Platz, wie es aussieht. So, ich hoffe nur, dass uns jetzt dadurch hier keinerlei Unbequemlichkeiten entstehen. Weil wir hier geklaut haben, nicht, dass die uns jetzt angreifen, aber die dürften es ja eigentlich gar nicht wissen hier. Moment! Die Sache mit Mauregato verlangt eine gründliche Untersuchung. Ja, natürlich, natürlich. Viel Spaß dabei. So, viel mehr können wir ja nicht machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Hinweis, wo wir hin müssen. Komm, Jafar! Ich komme mit! Genau! Boah, Sonnenschein gibt's ja auch mal. Habe ich noch nie gesehen. Ich schau mal ganz kurz jetzt hier. Die Bucht von Maraki. Garcias Corrientes zum Feuertempel gefolgt. Der Weg dorthin führt über die Bucht von Maracay. Das heißt, wir legen gleich ab in Richtung neues Abenteuer in Richtung Maracay. Da bin ich mal sehr gespannt, wo wir da jetzt wieder hinkommen. Ist das dann die berüchtigte Schatzinsel? Es soll ja eine Schatzinsel bei Risen 2 geben. Und ich frage mich immer, ob wir da mal hinkommen. Die Insel der Diebe ist es ja nicht. Ach Mensch, hier fing alles an. Wisst ihr noch? Gar nicht mal so lange her. Gerade mal 3 Monate. Über 3 Monate läuft das Let's Play jetzt schon. Krass. So, Spielstand wurde erstellt und wir setzen gleich Segel. Wo ist denn die Nichtsnutzige? Also nicht die, sondern die andere. Hey, Nichtsnutzige! Ich weiß jetzt, wo Garcia steckt. Wo? Er ist Corrientes zur Bucht von Maracay gefolgt. Also da treibt sich der Schweinehund rum. Wir können jederzeit dorthin segeln. Das Schiff ist bereit. Ja, wenn du weißt, wie wir da hinkommen, wie sollte ich den Kurs denn vorher noch nicht? Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Ja, das ist eine Pflaume, ey. Das gibt's gar nicht. Insel der Toten müssten wir auch nochmal hin. Antigua, Takarigua, Insel der Diebe, Caldera. Ach hier, die Bucht von Maracay. Neben der Schwertküste der zweite Stützpunkt der Inquisition auf Arborea. Auch hier verbirgt dichter Dschungel viele Geheimnisse und tödliche Gefahren. Na dann mal auf. Yo, ho, ho und ne Buddel voll rum. »27 Flaschen rum im Regal, la 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 la.« Da gab's doch das Lied, verdammt, bei Monkey Island. Ich erinnere mich aber leider nicht mehr. Nimm die eine, la la la. Dip, de, 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 de. Jafar verlässt, ich konnte das gerade gar nicht vorlesen, so viel war das. Auf jeden Fall erreichen wir jetzt Maracay. Einen neuen Abschnitt hier bei Risen 2. Bisschen windig hier auch. Die Blauröcke erwarten uns unten am Wasser. Wenn sie hier das Blut der Maracay vergießen, bekommen sie meine Macht zu spüren. Natürlich, Chani, das wissen wir doch. Dazu wirst du Gelegenheit bekommen, wenn es so sein sollte. Du gibst mir dein Wort. Ich erinnere dich daran. Lass uns zu ihnen gehen. Ich will hören, was sie zu sagen haben. Ich muss dir etwas sagen, Gucho. Schieß los. Ich habe mich geirrt. Aha. Ich dachte, mit deiner Führung würden wir alle untergehen. Wie, mit uns hier untergehen? Was soll das denn heißen? Wie bitte? Ist das dein Ernst? Chi, doch du bist ein guter Anführer. Was? Oh, das ist ja ein Ding. Wie komme ich zu der Ehre? Du hast mir viel gezeigt. Andere Länder, andere Völker, andere Sichtweisen. Ich habe viel gesehen, gelernt und jetzt kann ich besser urteilen.
Heute weiß ich, gemeinsam werden wir Mara besiegen. Sehr gut. Ich bin froh, dass du hier bist. Du bist mir eine große Hilfe, Chani, Tochter des Bakir. Chi. Na, dann wollen wir mal gucken, was die Freunde hier wollen. Ich speichere erstmal. Kennen wir den? Du hast Glück gehabt, dass wir dein Schiff nicht direkt versenkt haben, Pirat. Wenn ich dieses Schiff nicht schon einmal gesehen hätte, läge es jetzt auf dem Grund des Meeres. Aus welchem Grund denn? Ich bin nicht euer Feind. Das glaube ich auch nicht. Sonst stünden wir jetzt nicht hier. Wir können momentan jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Vor einigen Tagen sind wir von diesem Dreckskerl Garcia angegriffen worden. Er hat unser Schiff versenkt, aber wir konnten ihn in die Flucht schlagen. Ihr gehört offensichtlich nicht zu ihm. Also warum seid ihr hier? Das ist eine gute Frage und woher weiß er, dass wir nicht zu ihm gehören? Wie es aussieht, haben wir denselben Feind. Wir sind auf der Suche nach Garcia. Gut, ich verstehe. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig unterstützen. Ich vermute, dass Garcia in einer anderen Bucht vor Anker gegangen ist. Wenn du mehr erfahren willst, musst du mit Kommandant Corrientes sprechen. Er ist mit einem Teil unserer Expedition in den Dschungel aufgebrochen. Natürlich ist er das, denn wir müssen auch in den Dschungel aufbrechen und wieder gegen allerlei Viehzeug bestehen wahrscheinlich. Was hat Corrientes vor? Wir wissen, dass es hier ein verstecktes Tal geben soll, in dem sich der Feuertempel befindet. Genaueres können wir allerdings nur durch die Eingeborenen hier erfahren. Kommandant Corrientes wollte Kontakt mit ihnen aufnehmen und ist diesem Weg in den Süden gefolgt. Wir haben jedoch seit Tagen nichts mehr von ihnen gehört. Also, wenn du sie finden solltest, lass es mich wissen. Hört sich ziemlich gefährlich an. Ist es auch. Aber ich kann dir ein paar Tricks mit dem Degen zeigen. Das wäre super. Kostet wahrscheinlich was. Wie habt ihr Garcia in die Flucht geschlagen? Das kann dir besser unser Kanonier Marcos erzählen. Es ist schließlich sein Verdienst. Kann ich mich bei euch ausrüsten? Naja, viel haben wir nicht mehr. Du siehst ja die Sauerei unten am Strand. Rede mal mit Mercutio. Er verwaltet die Sachen, die wir retten konnten. Du findest ihn im Tempel. Hast du eine Karte dieser Region? Nein, leider nicht. Aber Kommandant Corrientes hat eine Karte aus den Archiven von Caldera mitgenommen. Du kannst ihn danach fragen, wenn du ihn findest. Unterrichte mich im Degenkampf. Was soll ich dir zeigen? Natürlich alles super teuer. Mist! Schwere Konterattacken. Klingen 8. Klingen 2. Wie werde ich schnell besser mit dem Degen? 500 Gold. Das müsste ja eigentlich gehen. Ruhm haben wir bald auch wieder. Können wir die Klingen theoretisch... Feuerwaffen, die Härte könnten wir hochziehen. Gerissenheit brauchen wir 8000 und Klingen brauchen wir 10.000. Boah. Pass mal auf. Ganz kurz. Halt. Lauf nicht weg. Inventar. Was war das nochmal? Rechte Hand. Stichwaffen. Der Degen ist doch eigentlich eine Stichwaffe, ne? Unterrichte mich im Degenkampf. Was soll ich dir zeigen? Dann können wir doch jetzt eigentlich schnell besser werden. Wie werde ich schnell besser mit dem Degen? Ein fester Griff ist wichtig. Der Degen ist eine schnelle und vor allem elegante Waffe. Um den Gegner zu verwunden, brauchst du keine große Kraft, sondern vor allem Geschick und Schnelligkeit. Aha. Benutze dein Handgelenk. Dann kannst du im letzten Augenblick noch die Stoßrichtung ändern oder die Waffe des Gegners an deiner abgleiten lassen. Okay, Stichwaffen 1. Sehr schön. 1000 Gold, Klingen 5. Ein guter Degenfechter werden. Ich will ein guter Degenfechter werden. Dann achte mehr auf deine Technik. Die Stöße müssen absolut gerade ausgeführt werden. Aha. Wenn sie schräg, rutschst du an der Rüstung ab und verletzt den Gegner nur oberflächlich. Triffst du gerade, dringt die Klinge tiefer ein und verwundet deinen Gegner schwerer. Okay, Stichwaffen 2 haben wir gelernt. Konterattacken. Konterattacken. So, Klingen 8, starker Angriff. Weiß gar nicht, ob wir das schon können. Ich guck mal ganz kurz, was sagt denn die Betriebskasse? 1000 Gold. Da haben wir nur noch 82 Gold. Da bin ich lieber mal sparsam ganz kurz, weil mit 82 Gold kommen wir wahrscheinlich nicht sehr weit. Hallo, Marcos. Seht ihr das an, Captain? Die Kanonen sind genauso ausgerichtet, dass sie die Schwachstellen deines Schiffes treffen würden. Das ist aber sehr nett. Du nimmst deine Aufgabe wohl sehr ernst, ha? Natürlich. Ich muss immer auf alles gefasst sein. Aber ich feuere nur auf Leutnant Valdez' Befehl. Ganz unter uns. Ich glaube nicht wirklich, dass du eine Bedrohung für uns bist. Ach, und warum nicht?
Valdez hätte dich nicht durchgelassen, wenn es so wäre. Naja, es sei denn, er will dein Schiff kapern, wenn du unterwegs bist. Das kann natürlich sein. Du scheinst deinen Humor ja noch nicht verloren zu haben. Natürlich nicht. Solange ich meine Kanonen habe, bin ich glücklich. Ich verstehe mich im Umgang mit Geschossen. Früher in Caldera habe ich schon so manchen Piraten verjagt. Sonst hätten sie mich ja nicht mitgenommen. Wie war denn das mit Garcia? Erzähl mir von der Schlacht mit Garcia. Wir haben großes Glück gehabt, dass Leutnant Valdez zuerst die Kanonen an Land gebracht hat. Der alte Fuchs hat schon gewusst, dass wir nicht lange alleine bleiben. Dummerweise hat Garcia unserem Schiff eine volle Breitseite verpasst. Aber ich habe ihm eine Kugel genau vor den Bug geschossen. Noch einen Moment länger und ich hätte ihn versenkt. Garcia kriegt schon noch seine Breitseite. Ja, und darauf freue ich mich schon. Okay, was haben wir denn? Du warst okay. Du warst Kanonier in Caldera? Die letzten Jahre schon. Aber ich wollte schon immer auf eine Expedition fahren. Es ist alles eine Frage der Zeit. Irgendwann werden wir hier unsere eigene kleine Stadt errichten. Ja, sehe ich ja gerade im Hintergrund, scheint ja überhaupt nicht zu klappen, die kleine eigene Stadt. Kannst du mir was beibringen? Klar, aber das kostet eine Kleinigkeit. Natürlich, also später. Welche deiner Kanonen ist eigentlich die beste? Ich habe darüber noch nie wirklich nachgedacht. Na, ist ja auch nicht so wichtig. So, ein bisschen Gold eingesackt und weiter geht's. Hier zu diesem interessanten Tempel, der bestimmt nicht der Inquisition gehört. Den haben sie besetzt, wie es aussieht. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Wir haben jetzt schon seit Tagen nichts mehr von der Expedition gehört. Kommandant Corrientes ist ein fähiger Mann. Sie werden ihre Gründe haben. Vielleicht sind sie schon alle tot. Sie werden schon einen Weg durch den Dschungel finden. Vor dem Ende der Welt kann man nicht fliehen, egal wie weit wir fahren. Du bist erst tot, wenn du aufhörst, dich zu bewegen. Und das wird hoffentlich noch ein bisschen dauern und selbst wenn, dann kann man immer noch mal einen Quickload machen. Keine Fallen, kein gar nichts. Was? Wie kommst du hier rein? Zu Fuß. Durch den Eingang. Sehr komisch. Mir ist leider gar nicht mehr zum Lachen, seitdem wir hier sind. Du siehst ja, was hier los ist. Unsere ganzen Vorräte liegen im Meer oder am Strand verstreut. Jederzeit könnte uns irgendwer oder irgendetwas angreifen. Und ich versuche, die ganzen Sachen in Ordnung zu bringen, die uns geblieben sind. Kann ich was bei dir kaufen? Ich weiß nicht recht. Vielleicht, wenn du mir einen Gefallen tust? Und was wäre das? Unten am Strand liegen noch einige Vorratsfässer herum, die nicht zerbrochen sind. Natürlich. Wenn ich noch weitere 6 Fässer kriege, habe ich genug Sachen, um mit dir zu handeln. Natürlich, ganz klar. Ich besorge dir deine Fässer. Das wäre mir eine große Hilfe. Das machen wir noch glatt. Wieso bist du mitgekommen auf die Expedition? Ach, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Eine Reise in ein fernes, grünes Land, haben sie gesagt. Ein Land, das die dunkle Welle verschont hat. Also dachte ich, das wird ein tolles Abenteuer. Berge voller südländischer Früchte, Lagerfeuer am Strand und wenn wir zurückkehren, sind wir Helden. Und jetzt sitze ich hier in der Scheiße fest. In der Scheiße fest. So, bequatschen will ich nicht, weil ich will einfach die Quest machen, wo wir eben die Fässer bringen. Das können wir jetzt mal eben abhandeln. Und da können wir uns mal ein bisschen auf der Insel umsehen. Wäre ja auch schön. Es wird Jahre dauern, bis der Dschungel für Zivilisierte bewohnbar ist. Hm. Ja, spannend. Schreib ein Buch drüber. Puerto Isabella ist auch nicht an einem Tag entstanden. Was haben wir denn da? Uns begrüßt eine Schädelblüte. Und ich müsste langsam mal die ganzen Kräuter fressen, die wir so haben, ne? Tränke brauen soll sich ja eh nicht lohnen. Eine Gaganuss nehmen wir mit. Tränke brauen soll sich ja eh nicht wirklich lohnen. Da können wir ja eigentlich auch den ganzen Klumpatsch einfach aufessen. Wärt ihr dafür oder dagegen? Das wäre mal eine interessante Frage. Einfach alles Grünzeug, was wir haben, aufessen und dadurch halt noch mehr Stärke und sowas kriegen? Oder wollen wir tatsächlich da noch irgendwie Tränke draus brauen und lohnt sich das überhaupt? Eine berechtigte Frage. Und da hinten ist ein Feuerdrache, oder wie die heißen, diese komischen kleinen Spaßdinger. Ich.
Ach Mann, nicht in die Richtung. Alter, was machst du denn da? Na komm, dann mach ihn halt so platt. Was macht der denn da für einen Scheiß? Und was macht denn der Feuervogel hier? Ach, was. Hat die hier einfach Menschen gefressen? Dieser ekelhafte Feuervogel. Okay, der ist das, dann das, dann das. Okay, jetzt haben wir's. Pistole, Kugel, Goldbrocken, das ist natürlich super. Und da hinten noch eine Maki-Beere, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Und hier ist ansonsten nur Gestrüpp. Ich glaube, es wird langsam dunkel, ne? Es sieht ja schon wieder so grau aus gerade. Hier kommen wir gerade nicht rein. Vielleicht wieder mit einer Kanone, ich weiß es nicht. Und eigentlich wollten wir doch am Strand suchen gehen. Jetzt laufen wir hier in den Dschungel rein. Und ich weiß gar nicht, ob das so eine gute... ob das so eine gute Idee ist hier. Einfach so ungeschützt herumzulaufen. Ach, hier ist der Dschungel auch schon zu Ende. Ja, hat sich auf jeden Fall super gelohnt. Und ich glaube, ich gehe mal schlafen gerade. Auf dem Schiffchen, bevor die Sonne jetzt wieder untergeht, bevor es jetzt hier dunkel wird, bevor die Farben noch mehr ausgrauen. Ich finde es immer so ein bisschen schade, das Spiel an sich ist so farbenprächtig, aber manchmal sieht hier einfach alles so grau-matschig aus. Schade, schade. Überraschung! So, komm. Ab aufs Schiffchen. Und eine Mütze voll Schlaf. Jetzt können wir noch mal ganz kurz mit der Chani reden. Können wir nicht. Ich dachte, wir können die vielleicht beruhigen oder so. Aber dann schlafen wir erstmal bis zum nächsten Morgen. Und ich glaube, wir nehmen die Chani einfach mal mit. Dann kann die uns zwischendurch mal heilen, oder? Komm mit. Gut. Wir sind ja hier wieder aus einer halb wilden Insel. Ich glaube, da passt sie ganz gut ins Setting rein. Und dann schauen wir mal auf der linken Seite beim Strand. Gerade nicht. Nee, nee, ich wollte die Blutwurzel. Ich wollte dich gar nicht anklicken. Tut mir leid. Protektor Wilkinson. Was ist das? Ach, das ist wieder so ein Feuervogel. Okay. Komm schon! Zurück mit dir! Aua! Dein Geist ist frei. Viele Trümmer, aber auch Treibgut. Wir sollten alles mitnehmen, was hier rumliegt. Da hast du natürlich recht, Shani. Genau deswegen sind wir ja hier. Eins von sechs Vorratsfässchen, da ist die Nummer zwei. Wie weit geht das hier rein? Offensichtlich nicht sehr weit. Da ist die Nummer drei. Und die Nummer vier und eine Müschel. Hier gibt es noch einen schwarzen Oleander. Und wo sind die anderen Vorratsfässchen? War da noch eins? Da war noch eins. Die Nummer... Huch! Hallo, Schatzi! Irgendwelche Vorschläge? Die Marakai haben ein reiches, weites Land. Das sollten wir erkunden. Ja, dann machen wir das gleich. Aber erstmal gehst du mal vom Fass runter, Mädchen. So, Vorratsfässer haben wir geborgen. Und jetzt gehen wir die gleich wieder zurück, nachdem wir mal geguckt haben, was es hier hinten so gibt. Eine Würgeranke. Und das war's. Jetzt können wir wieder nach oben. Ach nee, ach, jetzt geht's hier... Ach, jetzt kommen wir hier in den Dschungel.